Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch heute fünf Bücher von meinem Sub vorstellen, die ich in diesem Frühjahr lesen möchte. Das heißt bis Ende Mai. Ich weiß noch nicht, wann und wie ich sie lesen werde, aber es ist auf jeden Fall vieles Rezensionsexemplare, was ich auch lesen muss. Was wahrscheinlich im März, April so erfolgen wird. Und ich hoffe, ich schaffe das alles, aber man weiß ja nie, denn es kommt ja auch immer noch ein paar Sachen so dazwischen dazu, wo ich denke, ach nein, darauf hast du jetzt mehr Bock. Beginnen wir mit dem Rezensionsexemplar. C.S. Packard, Die Prinzen. Davon, das ist die Ausgabe Band 1 bis 3. Da brauche ich nur noch Band 2 und Band 3 zu lesen. Die sind ja auch mit drin, das ist hier so eine Komplettausgabe. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich mochte Band 1. Es geht ja hier um die Prinzen Day. Um den Prinzen Lauren. Und Damon ist ja auch ein Prinz. Eigentlich. Ich will nicht zu viel verraten, aber er ist ja, was wir schon wissen, dass er ein Sklave aber momentan ist. Und das wussten wir in Band 1. Und ich bin echt gespannt, wie es in Band 2 und Band 3 weitergeht. Ich denke, ich werde die dann auch hintereinander lesen, weil wenn man das einmal in so einem riesen fetten Schinken hat, dann sollte man das auch hintereinander weglesen. Und der Schreibstil ist so wunderschön, ja, dass sich das einfach so schnell weglesen lässt. Und das ist übrigens ein schwulen Roman, also wenn jemand da drauf nicht steht, dann sollte er das nicht lesen. Also auf jeden Fall, ja. Dann, ups, nicht, dass die Bücher runterfallen. So, weiter geht's. Dann, alles gut. Schattenkrone von Eleanor Herman, Royal Blood. Das ist der Band 1, den habe ich als Rätsel-Exemplar bekommen. Da geht es, wie gesagt, um Alexander den Großen mehr. Also es ist ein bisschen historischer Fantasy-Jugendroman. Und, ja, ich weiß nicht, ob es mehr als zwei Bände geben wird, ob es ein Vierteiler wird oder ein Dreiteiler oder sogar noch mehr. Weil hier hinten ist jetzt bisher nur Band 1 und Band 2 abgebildet. Und die sind aber auch vom Cover ähnlich, also die passen sehr, sehr gut dann zusammen. Der ist dann bläulich gehalten, der Band 2. Und ja, hier bin ich sehr gespannt drauf und ich hoffe, dass es nicht zu sehr in dieses Historische reingeht. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz schön und ja, dass man vielleicht auch schon trotzdem schon ein bisschen mehr von der Geschichte erfährt. Ich bin absolut nicht geschichtsaffin, ich habe auch immer keine Ahnung, mich interessiert das auch überhaupt null. Was früher mal war, klar weiß man so die Eckdaten, aber ihr könnt mich da echt nichts fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Das meine Geschichtslehrerin und ich, wir mochten uns auch nicht. Sie hat mich in der 12. Klasse, hat sie mich dann ignoriert. Das war ganz schön. Ich war dann sozusagen gar nicht mehr existent. Ja, also hoffe ich, dass das mir sehr gefallen wird und nicht zu sehr geschichtslastig wird. Dann das nächste Buch, was ich lesen möchte, ist das neue Buch von Laura Kneidl, Water and Air. Habe ich jetzt als Rezi-Exemplar bekommen und muss sagen, dass mir das echt sehr, sehr gut gefällt von der Aufmachung her. Das ist ähnlich, also der Titel ist so gehalten wie ihre anderen Bücher, Light and Darkness, hat sie auch immer das mit diesem und. Finde ich sehr schön, dass sie das so weitermacht. Und ich finde die Idee interessant, dass das so unter Wasser, wie spielt das unter Wasser? Ja, dass die Menschen in Kuppeln unter Wasser leben oder halt in der Luft. Also es gibt so eine Wasserkuppel und halt eine Luftkuppel und die normalerweise treffen die Menschen sich nicht. Ja, und deswegen hat halt die Protagonistin noch nie Sonnenlicht gesehen, weil sie halt eine aus der Wasserkolonie ist und wünscht sich das halt. Und ja, dann irgendwie kommt sie aber doch in die Luftkolonie und trifft dann wahrscheinlich auch ihren Liebsten. Wahrscheinlich. Wie sollte es auch sonst sein? Und ja, bin ich wirklich gespannt, weil ich mag Laura Kneidls Schreibstil sehr. Dann kommen wir zu dem Buch Days of Blood and Starlight von Lady Taylor. Das ist der zweite Band von dieser Zwischen-den-Welten-Reihe.
Und den möchte ich gerne natürlich mit der Nina lesen. Und ich hoffe, dass wir das im März uns vornehmen. Ich bin nämlich sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergeht, weil mir Band 1 super gefallen hat. Ich fand einfach die Protagonistin Karu ist einfach so total meins. Und ich liebe sie und ich kann mit ihren Handlungen auch total, ja, ich kann sie einfach nur verstehen und finde auch den Engel. Wie hieß der? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall der Engel dort, der damit war. Den mochte ich auch sehr. Der ist einer der Kerle, wo ich auch sage, wow, der war noch nie so im Buch. Also der ist wirklich absolut ehrlich und sagt auch, wenn er irgendwas nicht kann und fragt auch nach und ist nicht irgendwie beleidigt. Und die reden halt auch miteinander, die Protagonisten. Wow, danke. Und ja, sehr, 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 sehr schön. Ist auch noch eingeschweißt, weil ich auch die Bücher meistens erst auf, wenn ich die dann lese. Und dann, worauf ich mich sehr freue, oh, das ist, habe ich mir im März, habe ich mir jetzt, wann habe ich mir das gekauft? Doch Anfang März, nach meiner Schulphase zur Belohnung sozusagen. Und ich wollte mir eigentlich, ich hatte kein Buch im Blick, was ich lesen, was ich haben wollte und lesen wollte. Und es waren wieder so viele, wo ich dachte, oh Gott, die willst du alle haben. Und dann bin ich, die kannte ich aber alle schon, also durch Neuzugänge oder ja, durch Vorschauen und all solche Sachen. Ich kannte auch schon die Meinungen von verschiedenen Bloggern. Und dieses Buch, Tödliche Berührung von Melinda Salisbury, Goddess of Poison, ich habe, das ist der erste Band, ich habe den zweiten Band aber gesehen. Und das hat mich auch Cover total angesprochen. Der zweite Band ist auch in so einem Glasteil. Und der war so cool. Und dann habe ich erst Band 1 gesehen. Und man weiß nicht genau, was Band 1 und Band 2 ist. Ich musste dann erstmal in der Buchhandlung nachfragen. Und die haben mir dann gesagt, dass das Band 1 ist. Und dann musste ich das mitnehmen, weil ich das einfach so cool finde. Also ich meine, ich habe davon noch nie was gehört und ich möchte auch nichts davon hören. Also ich informiere mich auch überhaupt gar nicht über das Buch und ich möchte auch nicht, dass mir irgendjemand sagt, das Buch ist schlecht oder das Buch ist gut oder irgendwas. Ich möchte das einfach so ohne Erwartungen lesen, weil das auch ein Buch ist, was ich einfach spontan gekauft habe, weil ich gesagt habe, cool, von dem hast du noch nichts gehört. Das spricht dich auch spontan an und es ist einfach nur, ich finde das einfach nur mega geil und ja, das möchte ich auf jeden Fall auch bis zum Mai lesen. Und ich habe eigentlich direkt Bock, jetzt damit anzufangen. Aber ich lese gerade Paper Princess. Und deswegen kommen erstmal die ganzen Rezensionsexemplare zuerst. Und das muss dann noch ein bisschen warten. Ich war auch kurz davor, mir waren zwei noch mitzukaufen. Aber dann hat meine beste Freundin gesagt: Ach komm, willst du das wirklich riskieren? Vielleicht gefällt dir Band 1 auch nicht. Und kauf dir lieber erstmal Band 1. Und ja, dann habe ich halt nur Band 1 gekauft und bin damit eigentlich relativ glücklich. Denn ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich gleich, wenn mehrere Bände draußen sind, die mehrere Bände kauft. Außer ich weiß, dass das Buch gut ist. Also, dass ich Band 1 gelesen habe und mir gleich Band 2, 3 und 4 kaufe. Das mache ich aber nicht, wenn ich die Reihe noch nicht kenne. Das finde ich auch mal Quatsch. Da gebe ich unnötig Geld aus und vielleicht gefällt es mir nicht. Das wäre auch total doof. Ja, und das sind meine fünf Bücher vom Sub, die ich bis zum Mai lesen möchte. Mal gucken, ob ich es diesmal Mal schaffe, einen Recap dazu zu machen, ob ich das geschafft habe. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche oder einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Alle Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox. Dankeschön. Tschüss.